Nachdem Radan mich wieder anderthalb Stunden misshandelt hat, Digga, will ich mir jetzt angucken, wie Leute sich beefen. Ein bisschen Gossip fürs Besserfühlen. Sie hat das angedacht, hoch und harmlos gesagt, extrem eigensinnig. Passt das mit dem Sound, Leute? Ich hab so schlechte Laune, ne, es ist unnormal, Digga, ich hab so schlechte Laune. Dass es aber solche gravierenden Hintergrund hatte, das hätte, glaube ich, niemand von uns erwartet. Und deswegen war das neue Video von Mauki wirklich extrem hart gewesen. Für meinen Frieden eine Stunde, Junge, was zum feinen Fuck. So hart, dass man jetzt nun auch endlich verstehen kann, weshalb das Ganze... Hab's komplett geschaut, richtig doll. Boah, ich kann mir ja nicht eine Stunde lang reinziehen, wie jemand da labert. Da schlafe ich ein. Gaslight, also sie war ziemlich kacke. Ich bin ehrlich, sie hat irgendwie Depressionen runtergespielt, weiß ich noch. Und sie war richtig beschissen zu ihren Katzen. Eigentlich sind mir nur die Katzen in Erinnerung geblieben, bin ich ehrlich. Und die Hetzjagd hinter den... Und sie war dann irgendwie wieder live oder so, ne? ...gewesen sein. Dazu kommen wir aber später noch. Kurze Anmerkung aber an der Stelle. Ich versuche, euch das Ganze so gut es geht zusammenzufassen, weshalb ich jetzt nicht nur Maukis Video zeigen möchte. Deshalb bitte ich euch, checkt auch gerne den Link in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu Maukis Video. Dort erfahrt ihr alle möglichen Details noch dazu. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt los. Beginnen wir nun mit dem ersten Part, und zwar der Schmutzkampagne von Anni gegenüber Mauki. Bis jetzt wurde das Schmutzkampagne ja ganz grob angeschnitten. Und man was für eine nur, Schmutzkampagne? Okay, eine Schmutzkampagne im Hintergrund statt. Was genau, wussten wir bis jetzt nicht. Und hier wurde nun geschildert, dass es wirklich sehr schlimm gewesen sein soll. Also im Hintergrund hat sie Scheiß über sie erzählt, damit sie... Ja, okay. Annis erstes Statement sah es aber erstmal so aus, als wäre da nie irgendwas Schlimmes passiert, und Anni sah Mauki als eher eine gute Freundin an. Ich wusste Mühe, meine Erinnerungen zu schützen, an die Zeit, die wir hatten, denn die war schön. Es war eine schöne Freundschaft. Ich möchte mir diese Erinnerung nicht nehmen lassen. Und ob die wirklich so schön war, warten wir mal ab. Und das wird gleich wirklich ziemlich hart. Gehen wir aber zuerst auf die ersten drei Lügengeschichten ein, denn Mauki meinte, dass Anni in ihrem Umfeld erzählte, dass Mauki andere Menschen körperlich angegriffen haben soll. Also sie soll beispielsweise unter anderem mit Sachen geschmissen haben. Des Weiteren soll Mauki laut Anni auch paranoid schizophren gewesen sein, weshalb sie auch schon... Also ich werf auch mal Sachen durch die Gegend, ne? So ist das nicht. Ich wäre unzurechnungsfähig, weil ich eigentlich erwähnte Medikation nicht einnimmt. Seit 16 Jahren Medikamente einnimmt. Und das ist dann auch der Grund, weshalb Mauki nicht berechenbar ist und man Abstand von ihr nehmen sollte. Das Boah, Ganze klingt das, wirklich extrem heftig. An der Stelle, das ist auch alles gelogen, das stimmt halt einfach nicht. Mauki blendete dann auch Screenshots. Mauki hat mich nie vergewaltigt. Was? Was? Mauki hat mich nicht vergewaltigt? What the fuck? Das ist auch alles gelogen, das stimmt halt einfach nicht. Mauki blendete... Mauki ist eine Person, die viel Wert darauf legt, Menschen um sich zu haben, die sie gerne mag. Und sie hat oft betont, dass sie mich sehr gerne mag und mich gern in der Nähe hat. Ich habe mich mit ihr immer sehr wertgeschätzt gefühlt und habe es auch genossen, die Zahnlage zu bekommen. Mauki hat außerdem oft gefragt, ob sie mich nervt. Allerdings habe ich Anni in irgendeiner Art wohl Zustimmung gegeben, dass es ab und zu etwas viel war, und am Ende hat sie für sich selbst entschieden, dass Mauki mich in ihren Augen vergewaltigt. What the fuck? Was? Blendete dann auch Screenshots in ihrem Video ein, wo die Leute ihr sowas wirklich geschrieben haben. Der dritte Punkt ist, ich wäre paranoid schizophren und würde seit 16 Jahren schwere Medikation nehmen. Der nächste Punkt ist, dass ich unzurechnungsfähig bin und man mir nichts glauben dürfte, und auch nicht mit den einzelnen Punkten auf mich zugehen darf, weil ich genannte Medikamente nicht zu mir nehmen möchte und mich weigere. Und der härteste aller Punkte war, und jetzt kommt's, Anni soll behauptet haben, dass Mauki drei Männer vergewaltigt haben soll. Dem ich das gehört habe. What the fuck, Digga, was? Ins Krankenhaus musste. Ich soll angeblich drei Männer vergewaltigt haben. Was zum Teufel bin ich hier hören? Durch WhatsApp-Chats konnte dann noch bewiesen und belegt werden. Okay, das ist das, was ich gerade gelesen habe. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn. Drei Männer vergewaltigt? Ciao. Dass diese Männer selbst bestätigten, dass es nie zu so etwas gekommen ist. Also, das war offensichtlich gelogen, und das Ganze ging auch schon im Januar 2023 los, wo eigentlich Anni und auch Mauki noch gut miteinander befreundet waren. Ich habe jetzt erst erfahren, dass Anni schon im Januar angefangen hat, diese Geschichte mit dem Vergewaltigungskram auszupacken. Das bricht mir absolut das Herz, denn da waren wir immer noch beste Freunde und teilweise auch mehr als beste Freunde. Was ein Stück Scheiße, Digga. Nachdem wir nun diesen ersten Part gehört haben, klärt sich eigentlich auch schon die Frage, warum man denn jetzt noch ein Video über Anni veröffentlichen muss. Sie hat doch nun wirklich schon in letzter Zeit viel durchgemacht. Ey, Digga, das sind halt echt schwerwiegende Vorwürfe, ne? Also, kein Mensch will was mit Vergewaltigern zu tun haben, ob es jetzt Frau, Mann, scheißegal.
Das ist hart, Alter. Holy shit, wenn jemand solche Falschbehauptungen in die Welt setzen würde, dann wüsste ich jetzt ehrlich nicht, welche Schritte ich durchführen würde. Also ich bin ganz ehrlich, wenn das mir jemand erzählen würde, würde ich die Person ansprechen und sagen, ey, pass auf, was zum Fick. Also ich war in einer ähnlichen Situation mal, dass das über auch einen richtig guten Freund von mir gesagt worden ist. Da bin ich auch zu ihm gegangen. Ich sag, Digga, ich mag dich wirklich vom Herzen gerne, aber du guck mir in die Augen und sag, dass du es nicht gemacht hast. Hat er nicht, hat er am Ende des Tages auch nicht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da habe ich einfach bin ich hingegangen, weil hätte er gesagt, ja, hätte ich ihm komplett in die Fresse gehauen. Und da bekommt Annies Statement nochmal einen ganz anderen Beigeschmack mit ihren ach so tollen Erinnerungen mit Mauki. Nun ja, jetzt gibt es vielleicht trotzdem noch einige, die sagen, dass sich sowas privat geklärt gehört. Und an und für sich würde ich jetzt hier zustimmen, denn private Sachen sollten privat bleiben und das kann man dann unter Freunden halt klären. Anni sagt... True. Jawohl, das ist halt so doll in die Öffentlichkeit gekickt. Ja, auch sogar unter anderem das hier im Stream. Natürlich hätte ich mir lieber ein privates Gespräch geführt. Also Anni hätte es privat auch viel, viel stilvoller empfunden und hätte das selbst gern. Ja, privat wäre das ja im Leben nicht so eine Shitshow geworden. So geregelt. Aber hey, jetzt kommt's. Mauki hat dieses Gespräch mehrfach privat gesucht, um das Ganze mit Anni zu klären. Und dafür konnte sie... Sehr gerne Gespräch über Probleme und Wünsche. Sogar unter anderem Belege einblenden. Doch Anni wollte das Ganze nicht, hat mehrfach so ein Gespräch mehr oder weniger abgelehnt und trotz ihrer ach so tollen Freundschaft hat sie auch Mauki geghostet. Aber auch ich wollte doch reden. Nach einem Gespräch. Und zwar habe ich geschrieben, dass diese Freundschaft sich oft nicht wie eine Freundschaft anfühlt und wir darüber reden müssen. Diese Bitte wurde ignoriert. Im April 2023 habe ich ihr gesagt, dass man mit ihr nicht reden kann und ich das sehr dringend bräuchte. Im August 2023 habe ich dann noch einmal gesagt, wir müssen dringend reden, denn mir geht es sehr schlecht. Ich versuche alles zu sortieren, aber ständig kommt irgendwas Neues. Erst via Text und dann am nächsten Tag, weil ich sie besucht habe, auch face-to-face. Beide Male wurden abgewehrt und schlussendlich habe ich dann im September 2023... Die du gebraucht hast, wenn du dir etwas gewünscht hast, habe ich es umgesetzt. Wie zum Beispiel, als du vor einem Monat sagtest, dass ich aufhören soll, mich zu entfernen, wohingegen du nicht mal den einzigen je von mir gewünscht. Gespräch für vergangene Probleme. Was mir auch erstmal wichtig gewesen wäre, um das Loch in mir zu stoppen. Ich habe die letzten Monate viel verbockt, aber auch ich bin kein Sündenbock, der sich sagen lässt, er hätte sich vollkommen überraschend in schwarze Schafe verwandelt. Das Fass war so voll. Als wir dann auch einen Schlussstrich zogen, ihr gesagt, dass ich es ein Unding finde, dass sie nicht mit mir reden möchte und dass sie nicht für ihre Fehler gerade stehen möchte. Ich wurde geghostet. Ja, okay, ey, also nachdem was alles passiert ist, natürlich scheiße, aber ich hätte gesagt, ey, pass auf, das Kacke, das bockt nicht. Dann hätte ich das nochmal gemacht. Und wenn mir der Mensch wirklich wichtig ist, würde ich sagen, ey, pass auf, wir reden jetzt oder du verpisst dich. Aber das ist immer schwer, weil sie ist ja auch, die war ja auch ein bisschen abhängig von ihr und so. Das ist immer schwer, wenn man nicht in der Haut steckt, ne? Wenn man schon als Lügnerin und manipulative Person dargestellt wird, dann kommt es jetzt nicht so gut, nach knapp über einem Monat wieder den Stream zu starten und weiter zu lügen. Und das... Streamt sie jetzt eigentlich weiter oder ist jetzt wirklich Ende Gelände nach der Nummer? Obwohl man doch schon so viel Therapiesitzungen hinter sich hat. Also das war unter anderem eine der Aussagen, die Mauki wirklich getriggert hat. Denn Mauki wollte eigentlich über mehrere Monate ein Gespräch und jetzt stellt Anni es so hin, als hätte sie doch gern den Kontakt gesucht, um da miteinander privat zu sprechen. Natürlich hätte ich mir lieber ein privates Gespräch geführt. Digga, das hat das Ding gemacht. Quatsch, merkst selber, oder? Welchen Punkt ich auch ziemlich krass fand, war der gefühlte Identitätsdiebstahl von Anni zu Mauki. Denn die beiden wurden oft verwechselt oder als Zwilling... Der Fakt dachte ja schon von den zwei Animal. Angesehen und Mauki wurde daraufhin von Anni-Fans immer mehr attackiert. Liegt halt auch daran, dass Anni eine viel größere. Naja, abhängig hin oder her. Der Zeitraum ging ja über 5 Jahre täglich Freundschaft. Da ist ja auch Vertrauen über die Zeit. Vielleicht bin auch nur ich so. Ich bin so, dass wenn mich was stört, dann sage ich das. Ey, pass auf, geht so nicht. Lass quatschen. Außer du bist mir nichts wert. Also außer du juckt mich nicht, wer du bist. Dann interessiert mich das nicht. Dann scheiße ich einfach auf dich. Aber wenn mir jemand was bedeutet, dann sage ich, hey, pass auf, so wie das gerade ist, funktioniert das nicht. Müssen wir aber was machen. Jedoch schilderte Mauki, dass Anni sie nachgemacht hätte. So hatte sie sich beispielsweise die gleiche Frisur geschnitten oder sogar ihre eigene Katze nach Maukis Haustier genannt. Das waren dann zum Beispiel die fuchsfarbenen Haare. Dann waren es die Fuchsohren bzw. Katzenohren, die ich eigentlich immer getragen habe. Dann war es so, dass sie ihre neue Katze auch Finn genannt hatte und meine Katze hieß auch schon vorher Finn. Ja, okay, Digga, das ist ja... Ich bin damit
leider aus, aber die haben ja privat und arbeiten zusammen. Ja, ja, ich sag ja, also Bauke hat das genau richtig gemacht, ne? Ich hatte, wie gesagt, auch ein, zwei, dreimal gefragt, aber irgendwann hätte ich gesagt, ey, pass auf, dann scheiß auf dich. Hat sie ja dann am Ende gemacht. Und jetzt, dass sie sie nachgemacht hat, ja gut, ist das jetzt schlimm? Smith, dass Mauki so wie Anni sein wollte, um mehr Reichweite abzugrasen. Ah, okay. Die Fans haben gesagt, sie macht ihr nach, aber sie hat ihr nachgemacht. Das ist auch so, Digga. Das ist auch so... Ja, scheiß drauf. Das war jetzt auch bloß ein kleiner Punkt in diesem ganzen Video. Mauki konnte dann auch in ihrem Video ziemlich gut aufzeigen, wie widersprüchlich Anni doch war, was das erste Statement anging und was auch diese Comeback-Stream anging. Also Anni sagte halt eine Sache und kurz darauf sagte sie halt plötzlich wieder eine ganz andere Sache. Naja, weil sie in dem Monat festgestellt hat, dass alle Kooperationspartner abgesprungen sind und sie sich dachte, fuck, meine ganze Kohle geht flip. Das Flip-Flop ist geil. Alles ist im Arsch. Ich habe keine Kohle mehr. Irgendwelche komischen Typen stehen immer noch auf mich und stehen hinter mir. Ich gehe wieder live. Hier mal ein wirklich ganz kleiner Part davon. Dass sie wieder arbeitet, hat nichts mit Geld zu tun. Weil kein Geld mehr. Gott. Nein. Daran liegt's nicht. No! Den hier kriegst du, natürlich. All for the money, Junge. Aber gleichzeitig hat sie einen Kredit aufgenommen. Also, ich nehme gerade einen Kredit auf, um meine restlichen Rechnungen abbezahlen zu können. Das Ganze... Hä? Oh, Digga, ist das schlecht. Ey, ganz ehrlich... Guck mal, stell mal vor, ich würde jetzt richtig den Shitstorm ever abbekommen. Ne? Würde ich mich auch hinsetzen, würde sagen, also zum Glück, ich würde das auch niemals hauptberuflich machen, Streaming. Weil ich viel zu viel Schiss vor, weil genau so eine Kacke passieren kann. Und dann ist alles am Arsch. Ich bin aber nicht so ein Kackmensch, deswegen dürfte sowas nicht passieren. Aber ihr wisst ja, ich habe ein sehr entspanntes Mundwerk. Ich sag das, was ich denke. Also so, sollte das mal größer werden, muss ich wahrscheinlich so eine Social-Media-Schulung oder so eine Moderatoren-Schulung oder irgendwie sowas machen, weil... Ich sag dir, wie das ist. Ich kann den einen oder anderen Schützen will ich bestimmt mitnehmen. Aber ich würde mich nach einem Monat hinsetzen und sagen, ey Leute, es tut mir vom Herzen leid, ne? Ich wollte das nicht machen, aber ich brauche die Kohlen, Alter. Ich muss meine Familie finanzieren, Leute. Demenzio und Feststellung am Piep-Button. Ja. Sie ging dann noch minutenlang weiter und weiter, wo man Widersprüche erkennen konnte. Und meine Fresse, sorry, aber dieses Rumgeheule wegen Geld kann wirklich kein Mensch da draußen noch ernst nehmen. Sie holt sich laut eigenen Aussagen mehrere Privattherapeuten, was halt wirklich unendlich viel Geld kostet. Und dann sagt sie, dass sie für die Rechnungen Kredite braucht. Holy moly. Also ich persönlich kenne mich jetzt auch so ein bisschen im Internetbusiness aus. Ich weiß, wie Verträge laufen und dass man mit Partnerschaften viel Geld verdienen kann. Und wenn auch schon seine Shitstorms. Ja, ja, Frauen sind wie Hunde. Oder Malte. Aber ich finde, Monte ist jemand, der sich extrem gemacht hat. Und ich bin ganz ehrlich, ey, wenn ich auf einmal so eine Reichweite hätte, ne? Ihr wisst ja, wie ich ausraste und so. Ich hätte wahrscheinlich regelmäßig irgendwelche Shitstorms. Wenn du riesige Werbepartner wie Intel, Sony oder whatever hast, dann wirst du über all die Jahre irgendwann ziemlich reich. Gerade Anni müsste nach... Also Anni mit den ganzen Deals und so, die ist dreimal schon fertig wahrscheinlich. Außer sie ist richtig beschissen mit dem Geld umgegangen. Meinen Schätzungen locker in ihre Karriere siebenstellig verdient haben, also im Millionenbereich. Also entweder kann sie wirklich nur mit Geld umgehen, was keinen Sinn ergibt, weil sie ja zuvor schon mal gemeint hatte, dass sie ja gar keine Geldprobleme hat. Oder sie lügt uns jetzt schon wieder ordentlich einen vor. Aber gut, ihr Statement im Stream sah ohnehin ziemlich gestellt aus, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn dir dann noch einen Orange Morange aus Supportgründen 200 Subs spendet, dann sagt das mehr als 1000 Worte. Ja, okay. Also da hat sie keinen Effekt drauf. Und ich bin ehrlich, der hat ja einen relativ schlechten Ruf, Orange. Ich finde ihn jetzt nicht so dramatisch, den Typen. Wenn er mir 200 Subs giftet, also wäre ich sofort dabei. Machen wir so. Und abends gibt's Book of Raw, Digga. Seht ihr? Das wäre mein erster Shitstorm. Aber ich würde es trotzdem machen. Ich meine, vielleicht werden die ja noch gute Freunde. Wer weiß. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich wirklich gut verstehen. Anni soll Mauki aber auch über all die Jahre immer wieder ziemlich schlecht behandelt haben. So käuflich also. Digga, 200 Subs ist viel Geld. Und wenn er dann sagt, komm, wir machen Casino 50-50. Er lädt einen Zehner auf. Schön auf den Fuffi durchdrücken. Komm, Freispiele 50 Mille. Jeder 25. Hä, wäre ich sofort dabei. Das ist ein konstantes Mäkeln und fast schon Abwerten. Also praktisch bei wirklich fast jedem Treffen, fast jedem Telefonieren, fast jedem Gespräch gab es immer irgendetwas, was ich falsch gemacht habe oder falsch aussah oder sonst irgendwas. Und das wurde total bekräftigt dadurch, wie sie sich verhalten hat und wie ihre Stimmlage war.
Und ich glaube, Reeve ging es dann wahrscheinlich genauso. Des Weiteren hatte Mauki auch nochmal ziemlich deutlich gemacht, dass Annie ihre eigene Schwester mehr oder weniger vor den Bus geworfen hatte. Denn es gab ja diese Aussage von Reeve, dass eine Freundin bei Annie zu Besuch kommen sollte, um sich um die Katzen zu kümmern. Diese Freundin schilderte dann, dass sie das Ganze bei Annie nicht aushalten konnte und deswegen die Wohnung verlassen hat. Annie meinte aber, dass diese Freundin die Wohnung von Annie mit der Wohnung der Schwester verwechselt hätte. Es gab eine Freundin, die bei mir in der Wohnung aufpassen sollte und dann gegangen ist, weil es für sie so schlimm war. Ich weiß, was das war, ich weiß, wann das war und das war nicht bei mir in der Wohnung, es war bei der Wohnung meiner Schwester. Sie war, oder wir waren irgendwie auf Reisen und ich hatte diese Freundin gefragt, ob sie, während sie auf meine Katzen aufpasst, auch bei meiner Schwester auf die Katzen aufpassen kann. Bei mir in der Wohnung war damals noch alles okay. Habe ich geprüft. Habe das Insta-Profil von Kann ich nicht aussprechen gecheckt. Meine Schwester war gerade erst frisch eingezogen, hatte noch Kartons ohne Ende in der Wohnung stehen. Die Katzen waren da, wir waren glaube ich für einen Tag unterwegs und diese Freundin sollte die Katzen füttern und fand das dann ganz schlimm, da zu sein. Sie schrieb, hierbei geht es um mich und ich will nur klarstellen, ich habe hier Anisas Wohnung gemeint, nicht ihrer Schwester. Nice. Erstmal nice. Die eigene Schwester als Schutz. Sie sagen, Shitstorms immer was mit Katzen zu tun. Weiß ich nicht. Ist das so ein Ding? Muss ich auch irgendwas auf meine Katzen schmeißen, damit ich mal einen Shitstorm... Scherz. Wir bleiben unpolitisch. Schild nehmen, damit dieser wirklich sehr unangenehm negative Punkt auf die Schwester gelenkt wird. Also selbst wenn man sich dort vertan hätte, dann würde ich nicht meinen Bruder irgendwie mit einbeziehen, damit ich besser dastehe. Dann würde ich halt lieber die Schuld auf mich nehmen. Aber gut, Safe. Er hat wohl... Also ich würde auch alles fressen, bevor ich meine Schwester da vor den Kopf stoße. Sie hat es ja versucht, nett zu sagen. Aber die, ich glaube, die hat einfach ganz andere Probleme. Ich glaube, die ist halt echt nicht so der geile Typ. Mensch, wenn sie sich Hilfe sucht, weißt du, was ich nicht checke? Hätte sie einfach... einen Stream angemacht und hätte gesagt, ey Leute, ich habe richtig Scheiße gebaut, es tut mir leid. Ich möchte diese Präsenz im Internet nicht verlieren. Das habe ich mir über Jahre aufgebaut, vielleicht nicht unbedingt immer mit dem richtigen Weg. Was soll ich sagen? Es ist viel Mist passiert, es tut mir leid, ich versuche mich zu bessern. Ich arbeite an mir. Ich weiß gar nicht, was ich genau sagen soll, aber ich würde halt echt wirklich gerne meine Internetpräsenz weiterhalten. Stream, das ist mein Leben, das ist meine Arbeit. Fertig. Ich wäre voll gut nach dem Shitstorm. Ne? Genauso würde ich das machen. Und dann würden die Leute sagen, oh, nicht so gespielt, endlich mal jemand. Und oh, der labert nicht so viel. Kurzes, knappes Statement. Ich glaube, das wird gut kommen. Ein anderes Verhältnis zu seinen Geschwistern. Zum Thema Mitarbeiter meinte dann noch Mauki, dass diese öfter die Nächte durchmachen muss. Du hast schon viel geübt. Na, ich habe mich aber schon viel in meinem Leben entschuldigt. Denen dann psychisch auch gar nicht mehr so gut ging. Das habe sie sogar selbst stellenweise mitbekommen. Und Annie stellte dann hier auch die Aussagen wieder ziemlich falsch dar, denn in ihrem Statement sagte sie das hier. Und das war, Mauki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Nach irgendeinem Dreh, den wir hatten, wo sie dann gesagt hatte, wir müssen reden, mir geht's ganz schlecht. Und ich so, okay, erzähl. Dieser Dreh, den wir hatten, ich war dabei und ich wollte gar nicht dabei sein. Das Gespräch, das sie hier im Statement meinte, war übrigens ein Gespräch, das wir ein, zwei Monate nach dem Legends of Runeterra Google Play Video hatten. Da hatte sie mich für ihren Kalenderdreh angefragt und da habe ich ihr klipp und klar am Telefon gesagt, Annie, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du Menschen weiterhin so schlimm... Pass auf, Lutscher 3224, das fängt gut an. Einen wunderschönen guten Morgen. Hätten Sie Interesse an einer Edeka-Werbung für Käse mit teilzunehmen? Dafür müssen Sie nur Ihre Füße in die Kamera halten und sagen Käseattacke. Bitte verstehen Sie dies nicht falsch. Ein einfaches Ja oder Nein reicht. Sind Füße in der Kamera nicht Toss? Behandelt. Also sie hat uns nicht abgesagt, weil Mauki keine Lust drauf hatte, sondern weil Annie so extrem schlecht mit ihren eigenen Mitarbeitern... Nee, sind kein Toss. Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Oh, warum siehst du mich, Bruder? Warum zum Flying Fuck siehst du mich? Sehe ich so alt aus oder was? Und das soll der eigentliche Grund gewesen sein für diese Absage. Wurde aber halt von Annie auch wieder ein Stück weit falsch erzählt oder falsch interpretiert. Mauki war übrigens auch wirklich sehr enttäuscht, dass Annie sich nicht wirklich bei ihr entschuldigt hatte. Und das, obwohl ja Annie damals nach dem Kuchen-TV-Skandal einen Tweet postete, wo geschildert wurde, wie denn Entschuldigungen richtig funktionieren. Ja, das, was ich gerade gemacht habe, weil sie einen Respekt vor so vermisst. Ich weiß, dass du mich in irgendeiner Weise verarschen willst, aber das hat sich sehr gut angefühlt, der Satz. Tut mir leid, ich wollte niemals... Ah, Bruder, glaub mir, meine Schuhgröße 46 krümmt. Kaputten Füße, seht ihr? So, das ist das. Die willst du gar nicht sehen. Die gehen in alle Richtungen. Die sind so. Die gehen in alle Richtungen, die Füße. Weil ich durch Fußball, Thaiboxen und Co. mir alle Zehen locker zwei, dreimal gebrochen habe. Außer der Dicke, der lebt. Das ist voll eklig. Der eine Zeh ist so komisch auf den anderen schon so drauf. Der ist schon so ein bisschen nach oben geschoben, weil der war so... Das ist halt der, wo du immer gegen die Bettkante läufst und hast du nicht gesehen. Der berührt den scheiß Boden gar nicht mehr. Egal.
Wieso reden wir so viel über meine Füße, weil wir gucken Video? Du dich so fühlst. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst, ist so ziemlich die berühmteste Nicht-Entschuldigung. Wenn du Lust hast auf komisches Scheiß, jeder regt sich anders auf. Echt, da regen sich Leute drüber auf. Also wenn ich Elden Ring spiele und du sagst, ich bin schlecht, dann kriegen wir uns, haben wir Spaß zusammen. Aber das war lustig geschrieben, Mann. So, jetzt gucken wir uns an, was da für eine Shitshow geht. Die es überhaupt gibt. Sehe ich auch so, vor allem, weil Anni offensichtlich selber weiß, wie... Kadis, ich kann dich nicht ernst nehmen. Du bist super in Elden Ring. Danke. Entschuldigungen richtig funktionieren. Aber das ist dann wahrscheinlich dieses widersprüchliche Verhalten, was Mauki bereits schon uns aufgezeigt hat. Auch wirklich interessant war der Punkt, dass Annies Streampause deshalb geschah, um auf das Video von Mauki zu warten. Nicht um sich wirklich selbst zu reflektieren. Einen Monat später, genau 30 Tage später im Endeffekt, hieß es, dass diese Pause nur wegen dem Video wäre. Für immer Geisel sein. Aha! Sie sind doch Thorst. Du bist ein schlechter Mensch, Luther. Nein, oder sagen, ich gehe jetzt live und wenn dann halt das Video kommt dann halt das Video. Das Video ist ja einfach so eine Drohung gewesen, die ja seit 2 Monaten im Raum stand, gesagt wurde, jetzt werden Beweise gesammelt und dann kommt das online und ich habe gewartet und es kam nicht. Also habe ich wieder angefangen zu streamen. Wodurch die Entschuldigung auch dann hinfällig ist. An der Stelle kann man sich dann auch wirklich fragen, ob das mit den ganzen Therapiesitzungen überhaupt stimmt. Gut, dass man im Sinne von 5 Wochen 30 Therapiestunden hatte, das kann man ohnehin nicht ernst nehmen. Aber sie meinte ja, dass sie unterschiedliche oder beziehungsweise viele Therapeuten habe. Kommen wir jetzt aber zum Thema Katzen. Ich bin ehrlich, also die lebt ja auch in ihrem Film, wenn sie gerade alleine ist. Und dann das Problem bei ihr ist ja, was halt auch schwierig ist bei Leuten, die so eine Position haben, ne? Also die ist ja von allen geliebt und nur Ja-Sager. So eine Leute haben fast nur Ja-Sager um sich. Und wenn dir dann jemand sagt, ja, du sollst Therapie machen, bla bla, und du denkst sowieso schon, ey, ich bin sowieso Gott, dann denkst du ja auch, fickt euch, gar nichts mache ich. Sorge, ich blende jetzt hier keine schlimmen Bilder ein oder schildere das Ganze extrem brutal. Ich kürze das Ganze einfach mal ein bisschen ab. Im Grunde hat ja Anni onstream gemeint, dass sie ihre Katzen über alles liebt, ihr Umgang mit den Katzen auch immer ordentlich war und sie diese Katzen nie schlecht behandelt habe. Öffentlich wurde aber bis jetzt von einigen anderen geschildert, dass die Wohnung verdreckt war, die Katzen untereinander Streit hatten und Anni mittlerweile 6-mal mit den Katzen umgezogen ist. Das bedeutet vor allem für Hauskatzen wirklich enormer Stress. Also auf all das ist Anni nicht eingegangen. Sie hat bloß gemeint, ja, also ich behandle meine Katzen super. Und Mauch. Das ist halt das, was kleben geblieben ist. Guck dir mal die Kommentare an, wenn Mark Zuckerberg postet auf Facebook. Das ist anders komisch. Die brachte dann noch einen ziemlich spannenden Punkt mit ein. Und zwar das Verschwinden der Bengalkatze von Anni. Diese ist nämlich seit 4 Monaten weg. Und das aus dem Grund, weil sich Anni vermutlich nicht ordentlich über diese Rasse informiert hat. Ich weiß auch, dass Bengalen nicht ohne Begleitung einfach so raus dürfen. Das sagt einem der Züchter eigentlich direkt bei der Abgabe. Und egal ob GPS-Sender oder nicht. Digga, mit so einer Bengalkatze, die sind ja auch richtig teuer, ne? Die würde ich never rauslassen, weil die werden einfach auch geklaut. Das ist eigentlich etwas, was man nicht tun darf. Die werden nämlich relativ schnell überfahren. Bengalen haben nicht diesen natürlichen Überlebensinstinkt. Die haben einen extrem starken, ausgeprägten Jagdinstinkt. Das heißt, sobald die in ihrem Jagdding drin sind, achten die nicht mehr auf die Umgebung. Tierärzte auf Madeira raten generell davon ab, Rassekatzen nach draußen zu lassen. Vor allen Dingen Rassekatzen, die keine Ahnung davon haben, wie man sich verteidigt. Dass es einfach unverantwortlich ist, dass schon wieder eine Katze wegkommen konnte. Da ist sie verschwunden. Sie war morgens noch da, bin morgens aufgestanden, habe morgens im Garten noch gespielt. Und dann ist sie spazieren gegangen und kam nicht mehr wieder. Das ist sehr traurig. An der Stelle kann man wirklich nur hoffen. Das habe ich, Digga, wie der Digga, das nehme ich hier gar nicht ab, ne? Das ist sehr traurig. An der Stelle kann man wirklich nur hoffen, dass es der Katze gut... Die Katze ist tot, Digga. Oder geklaut und wohnt woanders. Nach 4 Monaten willst du mich verarschen, oder was? ...geht und sie nicht überfahren wurde. Anschließend wurde dann auch von Mauki eine Zeit beschrieben, wo es mehr oder weniger sektenartig abgelaufen sein soll. Also, dass es halt eine Art von Oberhaupt gibt, die ihre Interessen durchsetzen möchte und viel mit manipulativem Verhalten gespielt wurde. So soll Mauki dann unter anderem auch sowas mitbekommen haben. Und mit herausfallen meine ich aus der... Dein Ernst?
Ihr wisst, was ich will. Ihr wisst, was ich will. Irgendwann kaufe ich mir diesen unnötig teuren Wasser. Gruppe herausfallen, ausgegrenzt werden, geghostet werden und notfalls verleumdet werden. Manche wurden auch als Side-Characters bezeichnet. Und da muss man selber wissen, wie man das findet. Als ich aus dieser Gruppe heraus... Einfach Sidekick. Wie Döner bei mir, Digga. Scherz. Ausfiel war das, weil ich geflippt bin. Ich habe zu der Zeit schon eine ganze Menge Scheiß von ihr mitgemacht. Und dann war da dieser Abend, wo sie mich vor fast noch fremden Leuten wieder mies behandelt hat. An dem Abend soll sie dann auch das erste Mal so richtig bemerkt haben, wie Anni wirklich drauf ist. Und sie ist dann auch gegangen. Außerdem schilderte Mauki, dass wirklich sehr viel heftig Schlimmes passiert ist zu der Zeit. Was sie aber jetzt auch wirklich nur ganz vage als Zeugin ansprach. In diesem Januar sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Und in meinem Post hatte ich ganz deutlich Missbrauch und Übergriffe geschrieben. Aber Anni hat das, wie auch mit der Schmierkampagne, ganz aus Versehen überlesen und sich nicht mehr darauf bezogen. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich bin in dem Fall keine Betroffene, sondern ich bin nur Zeugin. Als Zeugin kann ich aber Folgendes sagen. Angefangen bei eben diesem genannten Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt und dem Bloßstellen anderer. Bin ich blöd? Also für mich ergibt das alles gar keinen Sinn. Sie war sexuell übergriffig und die haben eine Party gemacht, wo viel Sex war? Was? War das alles eine ganz große Katastrophe. Was genau passiert sein soll, das wurde jetzt hier nicht beschrieben. Also man hat hier einen gewissen Interpretationsspielraum. Mauki schilderte nur noch danach... Ich bin zu unschuldig, aber ich check da gar nichts. Erklär mal, Cadis, du bist da voll drin in der Thematik, oder nicht? Dass sie dort das erste Mal einen richtig großen Nervenzusammenbruch hatte. Also das war wohl somit die schlimmste Zeit für sie gewesen. Zum Schluss erzählte dann Mauki noch, dass sie bis auf zwei Leuten mit jedem den Kontakt abgebrochen habe. Diese zwei Leute wurden dann aber später von Anni wieder kontaktiert, um diese vor Mauki zu warnen. Ich erzählte ihnen, dass ich bin und deswegen müsste man ein Auge auf mich halten. Zu der Zeit erfuhr ich auch, dass diese Vorwürfe und diese Schmierkampagne unterwegs sind und das hat mich so fertig gemacht, dass ich dann ins Krankenhaus mit psychogenen Synkopen musste. Nachdem man das jetzt hier alles so mitbekommen hat. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, ne? Wenn Gerüchte über dich verbreitet werden, dass du einen an der Klatsche hast, Digga, und dann schreibst du erstmal, mein Kopf ist matschi. Klingt für mich halt wie eine Party, wo dann vielleicht sogar unter Drogeneinfluss oder so zu Sachen gedrängt wurde, auch gegen den Willen und so weiter, wäre zumindest in der Szene denkbar. Jo, in der Szene, das ist ja das Crazige. Es gibt doch mittlerweile diese Memes, ab 1 Million Abonnenten schreibst du mit Minderjährigen und so einen Scherz, ey. Früher gab es halt 10 YouTuber, da hattest du einen, der Scheiße gebaut hat. Deswegen war das nicht so groß. Mittlerweile hast du ja tausende Leute mit über 100.000 Abonnenten und hast du nicht gesehen. Da ist es halt relativ leider normal, dass viele echt Scheißmenschen sind, ne? Und deswegen eskaliert das wahrscheinlich auch gerade so. Hat gehört hat, kann man nun diese Twitter-Statements von Mauki wirklich verstehen. Das haben wir schon mal gehabt. Diese Vorfälle sind definitiv traumatisierend und können einem wirklich das Leben zerstören. Egal ob privat oder beruflich. Siehe zum Beispiel die Falschbehauptungen, dass Mauki 3 Männer vergewaltigt haben soll. Also alle, die damals meinten, dass es ja lächerlich sei, dass man wegen einer Freundschaft PTBS und sowas bekommen kann. Die sollten spätestens jetzt merken, dass das durchaus wirklich so ist. Vor allem, wenn im Hintergrund so viel Schlimmes passiert. Das Ganze hier war aber jetzt bloß eine Zusammenfassung von all dem, was geschildert wurde. Könnt euch deswegen gerne noch das Originalvideo. Dort wurden sämtliche Details nochmal besprochen, dass man das noch ein bisschen genauer nachvollziehen kann. Für mich wird es nach wie vor ein Rätsel bleiben, wie man Anni the Duck immer noch supporten kann. Aber es gibt vermutlich zu viele Oranges auf dieser Welt. Boah, was hat er eigentlich für ein persönliches Problem mit Orange und Orange? Wir haben es gecheckt, du magst sie nicht, Bruder. Was wirklich traurig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Anni bloß eine Pause gemacht hat, um auf das Video von Mauki zu warten. Das alles macht mich ehrlich sprachlos und ich verstehe nicht, wie man Freundschaften so krass mit Füßen treten kann. Also für sprachlos hast du in 18 Minuten ganz schön viel geredet, mein Freund. Ich nehme an der Stelle weiterhin sehr, sehr viel Abstand zu 90% der ganzen Influencer-Szene. Zumindest, was das Private angeht. Und aber war gut zusammengefasst. Wunderschönen Tag. Und war ein gutes Video. Video. Steckchen ins Fähnchen. Euer Alpha Kevin. Ich mochte den früher schon, als er sein Gesicht noch nicht gezeigt hat. Da hat er in seinen ersten Videos hat er immer so ein Jump-and-Run-Spiel gehabt. Das war lustig. Das habe ich immer gerne geguckt.
I mean, meine Musikszene wie seine Kreativität waren drum gang und gäbe, wenn du dann bedenkst, dass die siebenstellig verdienen, nun ja. Ich war ja auch schon auf der einen oder anderen Feier, wo Leute waren, die Kohle hatten, da ist auch oft Alkohol geflossen, ja, Drogen und so. Aber Kinder, Hände weg von Drogen, die machen euch nämlich dumm. Ja, Firebone hat er eigentlich auch ganz gute Videos gemacht und dann ist er irgendwann einfach völlig abgekackt. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Der hat auf einmal so Lebenstipps gegeben und so und das lief, glaube ich, gar nicht mehr so gut bei dem. Almans in Singapur. Dann hat er dann das letzte Video hochgeladen, vor 4 Jahren. Bei dem lief auch richtig gut, ja. Und dann komplett aufgegeben, der Junge, oder was? Gänsehoden. Und dann hat er Katzen.